mensen reden. Lass het dan maar. Ik zeg einfach keinen Grund, warum dass ich jetzt mit euch reden sollte. Ich möchte einfach hier hocken und in Ruhe für mich lesen. Am Donnerstag, ja. Aber heute ist Mittwoch. Das ist ein öffentlicher Park mit öffentlichen Bänken und ich hocke hier, wenn ich will. Also, ich beklage mich doch gar nicht darüber, dass ihr da seid. Aber ihr beklagt mich darüber, dass ich da bin. Aber wisst ihr, ich habe genau so das Recht wie ihr, mich hier zu sammeln, bevor dass ich ins Café zähle. Bevor ihr euch in die nächste Runde stürzt. Aber in die nächste Runde stürzt? Also ich verbitte mir eine solche Einmischung in mein Privatleben. Einmischung? Ich wäre ja Gott froh, wenn ich nicht ständig Zeugen würde von einem unzügelten Mann verschleissen. Also, so wie bitte? Sagen das gerade noch einmal. Ich bin einmal schon verstanden. Wisst ihr, was ihr seid? Ein Frusthaufen! Jetzt langsam! Ist es einfach mal Ruhe hier! Also ich lasse mich doch nicht zu Maulen verdienen, dass ich auf euch den Also er hat angefangen. Ich bitte dir hat angefangen. Das ist ja ein Kindergarten hier. Seit 27 Jahren hocke ich auf diesem Bänkchen und ich habe nicht im Sinn, mir das zu nehmen. Aber ich bin zuerst da. Wisst nicht. Am Mittwoch bin ich zuerst da. Morgen. Fertig. Jetzt ist Ruhe. Ab sofort gilt auf diesem Bänkchen hier Redeverbot. Wer etwas will sagen, geht der zu den Enten überall auf ein anderes Bänkchen. Man könnte ja meinen, sie geht geheiratet.